Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche gibt es den zweiten Teil zu unserer Folge 134. Wer diese aber verpasst haben sollte, der hat an dieser Stelle jetzt die Möglichkeit, den ersten Teil noch einmal anzuschauen und dann wieder hierher zurückzukommen. Ich verlinke euch diese Folge hier oben rechts in der Ecke oder in der Infobox. Für alle anderen, die diese Folge gesehen haben, geht es jetzt weiter im Text. Da es allerdings nicht allzu viel in Erfahrung zu bringen gab, nehme ich gar nicht so viel vorweg und wir gehen direkt rein. Sollten euch verlassene Orte, Lost Places und urbane Erkundungen interessieren, dann kommt am besten mit auf diese entspannte Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer selbstverständlich von mir in den kommenden Minuten. Besucht uns für Beiträge und andere Bilder und Videos gerne auch auf Facebook, Instagram und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Dort findet ihr weit über 100 Videos zu diesem Thema. Es lohnt sich also hier mal einen Blick reinzuwerfen und uns natürlich auch zu abonnieren. Aber nun geht es erstmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch ein weiteres verlassenes Wohnhaus. Auch dieses Gebäude haben wir zusammen mit seinem Nachbarhaus im November 2015 schon einmal besucht, allerdings haben wir auch hier vergessen zu filmen. Leider war aber auch hier nach all dieser Zeit keine positive Entwicklung zu sehen, ganz im Gegenteil. Doch empfand ich den Zustand als dennoch etwas besser als nebenan, was sehr wahrscheinlich rückblickend daran liegt, dass einfach nicht ganz so viel Müll umherlag. Die meisten Wände, vor allem im Treppenhaus, waren regelrecht durch Regen und eindringendes Wasser wie ausgespült. Auf den Stufen waren ganze Mauerwerkshaufen zusammengekommen. Das braucht schon seine Zeit, zumindest in diesem Ausmaß. Aber das war auch kein Wunder, denn so ziemlich jedes Fenster war zerstört. Das Wetter hatte also leichtes Spiel am Putz. In den Wohnungen weiter oben gab es Räume, in denen die Tapeten, die durch die Witterung nicht mehr an den Wänden halten konnten, allesamt herunterkamen und auf den Boden durch Wind in Haufen gepustet wurden. Im Keller zeigten sich dennoch letzte Überbleibsel aus DDR-Tagen. Diverse, noch immer gefüllte Einmachgläser warteten ergiebig darauf, verzehrt zu werden. Rückblickend sollten wir vielleicht mal eins öffnen. Mich würde schon mal interessieren, was nach 30 Jahren übrig ist von Obst und Gemüse. Vom Verspeisen werde ich dann aber wohl absehen müssen. Wenn ich also eins finde, wo auch erkennbar ist, was sich im Glas befindet, werde ich euch einen kurzen Clip machen und diesen dann hier oben rechts verlinken. Über das Gebäude selbst konnte ich leider fast gar nichts herausfinden. Vor allem gab es keinen Eintrag im Denkmalschutzregister.
genauso wie nebenan, was aber nicht zwingend etwas heißen muss. Nur war der Zustand hier etwas besser. Zwar neigten sich hier auch schon da und dort die Decken und es gab auch mit Sicherheit den ein oder anderen anfänglichen Durchbruch, doch gab es keine Deckendurchbrüche, die durch das ganze Haus marschierten wie nebenan. Noch nicht zumindest, denn bei diesem Zustand ist das auch nur eine Frage der Zeit. Im Hinterhof musste wohl eine kleine Firma oder Werkstatt gewesen sein. Es roch nach Altöl und Chemie, die Räume waren aber fast besenrein, weswegen ich auch vor Ort nicht wirklich etwas herausfinden konnte oder es einen Indiz gab für den ursprünglichen Nutzen. Was sich hier besonders breit machte, war die Natur. Ganze Wände und Dächer waren voller Moos, Bäume und Sträucher wuchsen auf eingestürzten Dächern, auf Fensterbänken und Balkons. Die Natur ist da nicht wählerisch und so hat das viergeschossige Wohnhaus ja doch noch ein paar Untermieter. Die letzten menschlichen Bewohner mussten wohl vor rund 30 Jahren ausgezogen sein, denn die Einrichtungen waren ähnlich wie im Nachbargebäude, selbst für damalige Verhältnisse nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ich vermute mal, dass irgendwann hier eine Firma in der Zukunft die Gebäude bzw. Grundstücke kaufen wird. Unmittelbar hinter den Häusern grenzt ein Gewerbegebiet mit verschiedenen Firmen an und da auch hier der Aufschwung zu sehen ist, werden die Häuser dann sehr wahrscheinlich verschwinden. Ich werde mich jetzt von euch aus dieser Folge verabschieden. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Ganze gefallen hat, auch wenn es diesmal nicht allzu viel herauszufinden gab. Nächste Folge wird das bestimmt wieder etwas besser. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns gerne in den kommenden Tagen oder auch jetzt in vielen, vielen weiteren Folgen auf unserem YouTube-Kanal wieder. Diesen könnt ihr übrigens sehr gerne abonnieren und uns damit unterstützen. Wir bedanken uns dafür, vor allem auch fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann und ciao.